Hallo und willkommen zur neuen Aufnahme von Fitzbeast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Heute mal nicht mit dem Lemon Freak, sondern mit der, warum er sie sich jetzt versteckt hat, die Blue Jenny. Wo bist du jetzt? Ach, da oben. Hallo. Da oben ist die Blue Jenny. Ja. Und natürlich ist der Sir Lance auch dabei. Hallöchen, ja, immer noch. Ja, Mike ist das Pack ein bisschen zu komplex geworden. Was man auch verstehen kann, weil es ist wirklich nicht unbedingt ohne. Und wenn man eh so nicht, sag ich jetzt mal so, intensiv an diesem ganzen Crafting-Kram und so weiter dran ist, dann ist das ein bisschen schwer. Deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, also ich und Mike haben mehr oder weniger einvernehmlich gesagt, komm, wir lassen's. Machen lieber Divine zusammen, wo er dann auch mal ein bisschen einfachere Sachen machen kann, weil hier kann man halt nicht einfach losgehen und eine Stunde minen gehen oder so. In Divine kann man das ja und dafür habe ich mir jetzt die Blue Jenny ins Boot geholt. Die ihr hoffentlich intelligenter ist. Nein. Naja, doch, hier ist die Mine. Das ist Pulver. Das ist die Mine. Sieben. Das ist 7, das ist keine Mine. Eine Mine verstehe ich. Stein abbauen. Du kannst abbauen, auch Stein durchjagen. Nein. Okay. So. Die, muss euch die da helfen? Ja, wollte gerade sagen, die Jenny darf heute anfangen mit Cropsticks hantieren. So. Wie war das noch? Nein? Ah, so draufklicken. Genau, so war das. Die System, wenn es richtig angeschlossen ist, erkläre ich jetzt nochmal in Ruhe. Ja, aber auf jeden Fall. Leute, ja? Ich wollte irgendwas sagen. Ich hoffe, dass man jetzt nicht im Hintergrund hört, dass meine Eltern gerade reinkommen. So. Also, wir wollen nämlich die Watering Can, oder die Jenny darf das machen. Die Watering Can, und dafür brauchen wir Crop Mutation. Dafür brauchen wir Seeds und Sugarcane Seeds. Ich hoffe, dass man die normalen Seeds hier umwandeln kann. Genau, da sind jetzt die normalen Seeds. Machst du es nicht im Dreieck von? Verdammt, muss man nicht. Kann man auch nebeneinander machen. Gut, wo kriegen wir Sugarcane Seeds her? Von Sugarcane. Leider nicht. Okay, wir brauchen die anderen Seeds. Also Werkzeug und so weiter, stimmt, da habe ich Mike jetzt vergessen zu sagen. Ich wollte jetzt Sugarcane mit C schreiben. Kann man machen. So, es gibt hier nämlich noch eine andere Art von Sugarcane Seeds, die passen da nicht rein. Aber die passen da auch nicht rein. Perfekt vorbereitet nennt man sowas. Sugarcane Seeds bekommst du durch ganz normale Seeds. Als Mutation. Als Mutation oder durch 7 kriegt man die auch schon. Echt? Also ja. Da wird es nur angezeigt als... Bei mir wird es nur angezeigt, dass du es... Du kannst oben noch einen weitergehen. Aber bei mir steht einfach nur Page 1 von so. 1 drin. Also, du hast Bone Meal dabei? Natürlich nicht. Ich habe Äpfel dabei. Apfel. Kann man auch als Bone Meal nutzen. Nicht so effektiv, aber kann man bestimmt irgendwie. So, auf jeden Fall, Jenny wird sich jetzt halt so ein bisschen drum kümmern, hier die einzelnen Dinger hier alles. Linksklick. Achso, nee, da muss. Warte. Dann erkläre ich dir das doch kurz jetzt. Habe ich zwar das schon, aber naja. Ja, ich kann hier musst, auch was rausholen. Na, komm her. Los. Ja. So, du musst auf Bone Meal klicken. Ja. Dann hast du unten rechts Minus, Doppelminus, Dreifachminus, das gleiche mit Plus. Mhm. Da musst du auf das Plus klicken und dann auf Request. Auf einfach, auf einmal plus. Ja, wenn du einen, dann hast du halt nur einen. Wenn du 64 hast, hast du halt 64. Na, kriegst du hin? Ah, da ist es. Okay. Und das war's. Und ich habe übrigens auch den Fehler hier behoben, das machen wir dann gleich, wenn wir hier drüben mit Jenny fertig sind. Ach, ich bin auch ein Fehler. Ja. Ich habe den Fehler da auch behoben. Ja, so, jetzt ziehen wir beides mit Bone Meal hoch, aber nicht ernten. Noch ein? So, wenn wir jetzt nämlich hier dies zwischenpacken, versuchen wir mit Bone Meal zu machen. Hat sogar geklappt, geil. Ach, hat direkt mutiert. Klasse. Das ist geil. Ja, hier hast du jetzt Barley rausbekommen und das musst du immer weitermachen. Also du musst immer diese beiden Seeds, die nebeneinander sind, da zusammenzüchten und so weiter, bis du halt irgendwann den ganzen Kram zusammen hast. Hier sind auch die Crops noch. Nee, du musst es nicht hochzüchten, du brauchst nur den Seed einmal. Ja, okay. Und wenn du noch ein Seed davon brauchen würdest, gib mal kurz, stell mal hier zwei Cropsticks auf. Warte mal. Ich bin gerade total verwirrt. Warum?
Ja, keiner. Wieso da? So, und jetzt paar Kimmerbone mir drauf. Wo? Auf die Leere? Ja. Paar Mal musst du machen. Gut, dann haben die das deaktiviert. Ja, reicht. Schade. Also normalerweise kann man damit halt auch die Crops ein bisschen weiter züchten. Also man muss immer A plus B machen und kriegt dann C raus. Jetzt brauchst du halt noch Rye. Das wäre Barley und normaler Seed zusammenknüpfen. Also die müssen irgendwie gemeinsam an einem neuen Feld dranhängen. Das heißt, ob man die nun so nebeneinander packt oder irgendwie über Eck, ist egal. Hauptsache, die haben ein so ein Zuchtding dazwischen. So, ich hoffe, das war mehr oder weniger gut erklärt. Ich hab's verstanden. Ja, gut, dann muss ja jeder verstanden haben. Also, hä? Was ist das denn? Du bist ja auch einer. Ja, ich weiß. Genau. Ich hab kein Papier mehr. Ich hab keine Hake. Doch, da ist ein Papier. Eine Hake. Hier. Eine Hau. Mattock. Hast du? Ja. Okay. Wie gesagt, ich muss Mike nochmal Bescheid sagen, dass er sich nochmal wieder einloggt. Oder wir müssen nochmal neu gießen. Wobei, du kannst jetzt auch gießen, Bronx ist sogar noch drinne. Ach Mist. So, dann brauche ich jetzt... Was? Ich bin doof. Ja, ich habe da gerade was anderes gehört, was ich nicht hören will. Hä? Was hast du gehört? Hm? Tu mal einfach so, als ob es nie passiert wäre. Ich check gerade gar nichts. Ist gut so. So, dann brauche ich orangene Farbe. Das ist gelb und rot. Hatte ich hier nicht irgendwo... Hier sind noch gelbe Blumen. Wird Zeit, dass ich das System anschließe. Hä? Ich will nichts wachsen daneben. Achso, das kann ab und zu dauern. Ja, das kann ab und zu ein bisschen dauern vielleicht. Oder du hast das auf dem falschen Feld. Nein. Also ich hoffe, die nächsten Folgen werden jetzt nicht so viel Korn, machst du, oder? Ja. Nein, Rice-Dings da. Rice, das ist Barley und Seed auf normalen Farmland. Achso, die ist nicht komplett hochgewachsen. Die müssen komplett hochgewachsen sein. Ja? Jetzt kannst du in der Mitte. Und da hast du... Ja, nix. Ja, wenn du dir mal wegsitzt... Ja, da hast du Nummer 1 zieht. Das kann halt auch passieren. Abreißen, neu aufbauen. Solange, bis du den richtigen hast. Minimal nervig, aber kann man nichts gegen machen. So, Poli... Ich will nicht husten. Brauche aber noch mehr Käsekuchen, brauche ich. Das ist immer gut. So. Das heißt, ich brauche jetzt kein Item Sync, sondern Polymorph Item Sync. Der hat jetzt den Vorteil, der bietet quasi das gesamte Inventar, was da dran angeschlossen ist, an. Das heißt, wir können jetzt hier beim Item Sync Modul einfach Default Root Yes einstellen. Und auch wenn ich jetzt so mache, genau, sollte es dahin gehen, aber wenn ich jetzt Diamanten nehme. Und Ding, genau, kommt das hier nämlich an. Passt. Geil. Oh, jetzt ist Barley draus geworden. Hm. Ja, das ist halt am Anfang leider ein bisschen das Nervige. So, das heißt, ich brauche noch ein Extractor-Modul. Habe ich noch eins zufällig irgendwo? Nein, natürlich nicht. Ich nehme mal gleich das Höchste. Das heißt, ich brauche ein Diamant-Chipset. Ich brauche Redstone, ich brauche Lapis. Ich brauche die Goldnuggets. Ich brauche das Papier. Ja, ich muss mir noch mehr solche Sticks machen, weil wenn ich die abbaue, mache ich die manchmal kaputt. Ja, das passiert leider. Sticks. Das heißt, ich brauche Holz. So. Wo hast du Holz? Drüben, in den Barrels unten, bei der Farm. Ah, jetzt packe ich fest. Toll.
Du, auch wenn ich damit riskiere, dass du mich gleich töten wirst, aber du ruckelst wieder gerade. Stimmtechnisch. Ja. Hm, tut mir leid. Tut's dir eh nicht. Ja, ich bin schuld. Ja, weißt bist du eh. Du bist an allem schuld. Ich bin die Telekom, ich bin an allen schuld. Ja. Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. So, jetzt ist nur die Frage, ich glaube nämlich, Mike hat die Chest im Inventar behalten. Ja, hat er. Och Gott, ich bin doch behindert. Knackt. Ich widerspreche dir da nicht, aber du kannst mir auch gleich ein bisschen Holz mitbringen. Ich habe schon mehrere. Aber ich will nichts sagen, ich kann dir geben, was ich gemacht habe. Ich bin voll intelligentos. Was denn? Ja. Ja. Das habe ich versehen, ab ins System. Ab ins System. Ich habe dich beschmissen damit. Ja, ich weiß, und ich habe es ins System geschmissen. Ich habe aber dir auch Holz gegeben. Ja, danke. Bitte. So, ich brauche 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kisten. Die brauchen wiederum Eisenplatten. Habe ich noch welche? Ich habe hier Goldplatten. Aber ich habe, glaube ich, keine Eisenplatten mehr, oder? Das sieht sehr schlecht aus. Ja, ich habe keine Eisenplatten mehr. Klasse. Danke, Mike. Mike ist daran schuld. Mike ist an allem schuld. So, ich kann Mike nicht mal eine einzige Kiste bauen. Mike, du bist schuld. Egal. Naja. Wie gesagt, Mike ist immer schuld. Ich würde gern zumindest die Importkiste bauen. Na, dann stell ich da. Jetzt habe ich einen Ohrwurm. Warte mal, kann ich eine Dolly bauen? Gut, ich baue keine Dolly. Ich glaube, ich will mir das Rezept gar nicht anschauen, wenn du so reagierst. Habe ich ein Slimeball? Nein, leider nicht. Und übrigens, unten die Monsterfarm muss ich gleich auch noch anschließen, weil die minimal überläuft. Deswegen haben wir auf Peaceful auch gerade. Fällt mir mal so nebenbei auf. Ja, ey, das war da ganz kurz. Ich brauche... Ach, scheiße, da war schon ein Extractor. Seed und Barley. Seed und Barley. Barley und Seed. Seed und Barley. Käsekuchen und lecker. Käsekuchen ist gleich lecker. Ja. So. Na. Denn ich kann ja nicht die erste Chest bauen, wenn ich jetzt nicht noch irgendwas vergessen habe. Nein, das war die mit Silber. So. Und. Was fehlt? Also. Verstand fehlt. Das sowieso immer bei dir. Bei. Mimi. Ich helf dir nicht mehr. Puh. Ich könnte ja sagen, du hörst mir eh nicht. Ich hab Ray bekommen. Ray. Okay. Da ist es. Jo, hab ich. Das heißt, das kann ich wieder abreißen. So. Das heißt, ich kann jetzt die gesamten Kisteninhalt ins System ballern. Das heißt, ein Ray und ein Berlin. Merlin, genau, Merlin. Barley. So, nur dass wahrscheinlich die Diamantkisten voll sein werden. Genau. War ja irgendwie klar. Alter, ist hier viel Scheiß drin. Wo haben wir so den ganzen Scheiß angesammelt? Frag mich nicht, das ist die erste Aufnahme, wo ich dabei bin. Na, ich weiß. Hier ploppt schon wieder was raus. So, dann das Zeug hier noch. Gut, ich brauche mehr Eisenplatten. Also, haben wir hier noch mehr Iron Plates? Nein, natürlich nicht. Aber wir haben noch mehr Gold Plates. Fordern mal alle an. Wir haben... Jo, ich habe schon Korn bekommen. Okay, das ist gut. 7 davon.
Boah, darf ich mir hier eine Chest aufbauen, wo ich die ein bisschen sortiere? Klar. Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass das System nicht so ganz funktioniert. Da kommt was rausgeploppt. Ja, ich sehe es. Ich verstehe noch nicht so... Ist eine Chest ganz normal zu craften? Nein. Also, doch, ist es. Entschuldigung. Aber das, was nach der Chest kommt, nicht mehr. So. Hast du noch Holz einstecken? Ganz zufällig so 1, 2, 3, 4, 5 Stück? Ist im System drin. Ich lebe runter, anstatt mich im System rumzufummeln. Achso, ja stimmt, Holz, das muss ich auch noch anschließen hinten. Und wir sind bei 1547. Und ich, ja, ich sagen, muss nicht abmoderieren. Zicke, ey. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr geguckt habt. Lasst Kommentar, Bewertung da, etc. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Cheerio!